Hey, willkommen zur nächsten Folge. So, in diesem Part wieder natürlich Ungnadebild. Berserker waren so knapp letztes Mal. Ich habe jetzt mal den Auto-Attack geändert. Der war ja das Schlechteste an uns im letzten Part. Genauso wenig habe ich jetzt eine Ult, eine andere. Soweit ist alles andere geblieben, weil ich finde, der Stoß ist gut auf Fernkampf, dass man die Mobs runterkickt. Und ja, jetzt haben wir halt eine andere Ult genommen. Die ist nicht wirklich gut auf Damage ausgelegt, sondern mehr auf Schutz. Nämlich einen schützenden Wirbel aus stürmischen Winden. Und die Wirbeldauer ist nochmal länger. Das heißt, wenn zum Beispiel zu viele Geschosse kommen oder zu viele Gegner einmal aktivieren, alles, was drumherum ist, wird wahrscheinlich geblockt, was da reingegen knallt. Und mit der Ult haben wir dann sowas halt. Noch mehr drehen und dann noch mehr in die Richtung, wo man aimt. Nicht das Beste. Aber die andere Wahl, die wir noch hatten, die wir vielleicht testen, wenn wir damit komplett verkacken, ist einmal... Ich glaube, war das der hier? Auf jeden Fall jeder Jump von jeder Art ist nicht schlecht. Aber es war zum Beispiel auch zur Auswahl... wo war das? Wo war denn der Gute? Ja, solche Drachen wären noch gut, weil die machen nebenan etwas. Das ist dann egal für uns. Oder halt irgendein Diener. Die sind auch nicht schlecht. Deswegen, wir testen erstmal den Schutz. Und wenn das nicht geht, gehen wir mehr offensiver vielleicht mit einem Sprung rein, dass wir schneller unsere Berserker Angriffe hinkriegen. Und ansonsten bleibt uns dann nur andere Fähigkeiten, weil wenn wir immer den Angriff unterbrechen müssen, dann haben wir keine Zeit, Damage zu machen. Und wir haben sowieso nur die Berserker-Phase komplett Zeit, überhaupt den Damage zu machen. Das ist alles der andere, ist eigentlich nur useless. Außer auf Fernkampf. So, Gegner weniger Gesundheit, Vorsicht haben mehr Damage. Das ist gut. Wir können ihn 10% kriegen. Ist egal. Okay. Nehmen wir das hier. Oh. Minus 25% Leben, aber 50% mehr Damage. Ja, das ist scheißegal. Kann eh nur maximal 10 Damage bekommen. So, dann machen wir mal. Oh, okay. Schon wieder Blitz am Ende. Die wollen, dass mein Nemesis immer am Ende ist. Ihr seid solche Pisser. Na gut. Test, test, test. Boah, das ist schon ein schlechter Abschnitt. Gehen wir nach unten. Nice, viel, viel mehr Damage. In einer Phase. Okay, gut, die haben 25% weniger Leben, ist klar. Aber soweit eigentlich. Oh, hell no. Das ist der einzige Nachteil daran, dass wir so weit zurückstoßen. Ey. Also einerseits ist es ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Wir brauchen halt länger. Und da das nicht so eine hohe Range hat, das ist auch nicht so geil. Autsch. Okay. Gehen wir hier unten lang. Dein Ernst? Genau dann hört's auf. So. Schnell an die Wand, das ist unser bester Angriff. Achso, okay. Können wir eigentlich direkt mitmachen, fuck it. Okay, okay, okay. Autsch. Nice. Also, ich persönlich finde, also bis jetzt, jeder Elektroangriff, den ich ausprobiert habe, einmal der gerade, der geht hier nicht so gut, weil er zu großen Rückschuss hat, sonst wäre er noch besser. Aber der hier, der mehr auf Range geht, ist auch richtig nice. Also, die sind bis jetzt richtig gut. Also, ich finde, Blitz und ich glaube, Feuer sind die zwei besten Elemente. Erde ist ein bisschen vernachlässigt, meiner Meinung nach. Also, für mein Spezi vielleicht oder allgemein. Luft ist auch ziemlich scheiße, außer für Defense oder Mobility. Ein bisschen traurig eigentlich. Gerade sind wir natürlich super broken gegen die, weil wir Elektro haben. Das Wasser. Also, besser geht's nicht. Lala, was haben wir hier? Nee, das wollen wir nicht. Deine Geschosse? Nee. Ruf den Doktor, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Beschwört ein Geist, der Gegner schockt. Das hilft nur für diesen... Durchlauf.
Danach nicht mehr so sehr, aber wenn wir keinen anderen haben, nehmen wir natürlich gleich den Diener. So, einmal schnell durch. Nice. Gut ausgewichen. Nice. Hier links geht's auch noch weiter. Ah ja, das war der Kackabschnitt, oder? Wunderschön. Schnell durch. Können wir noch mitnehmen. Sehr gut. Nein, ist noch nicht aufgeladen. Jetzt aber. Was? Hat die Wand getroffen. Lol. Autsch. Autsch. Muss ich riskieren, fuck it. Zack, drauf zerstört. Super. Was haben wir jetzt bekommen? Widerwind, okay. Wütendes Unwetter, was machst du denn? Halte zum Aufladen die Taste. Oh shit. Die maximale Aufladung explodiert. Lädt zweimal so schnell auf. Gut, jetzt haben wir einen Range-Angriff, aber wir wissen ab jetzt, okay, E können wir nicht einsetzen, außer in solchen Gebieten, was vorteilhaft, aber beim beim Boss-Gegner geht es natürlich nicht, weil wir nicht so viel Zeit haben. Weil wenn es rangeht, so wie zum Beispiel bei ihm, können wir das nur machen. Ja, pass auf dann. Hier. Wunderschön. Ah, neuer Schub. Ich schwöre zusätzlich, weil jeder Fall verursacht zusätzliche Treffer. Offensiv halt, ne? Aber dann fehlt mir der Schubser und den brauche ich. Also geht leider nicht. Traurig. Oh, upsi. So. Oh, hell, ne? Bitte durch, bitte durch. Oh, hell, ne? Oh, oh, oh. Oh, hell no. Was da gerade fehlte, war, ich habe misplayed, Alter, ey. Oh Mann, ich habe meine scheiß Cooldowns zu früh gehabt noch, ey, und dann bin ich einfach reingegangen. Aber ich hatte auch kein Wave Clear. Genau gegen solche Bastarde brauche ich Wave Clear und nicht so ein Aufladeshit, der kaum Damage macht. Und das Problem ist, der hier, der hilft zwar, aber auch nicht wirklich so viel, weil das ist richtig Timing-basiert. Also braucht man Skill dafür, kurz gesagt. Oder eher gesagt, situationsbedingt. Wenn du keinen Fernkampf hast, ist das eigentlich beinahe useless. Gut, nächsten. Nächste Fähigkeit. Was nehmen wir denn jetzt? Hier war noch das. Okay, der Jump war nicht schlecht. Aber eigentlich haben wir genug schon Engage. Hm. Okay, pass auf, dann nehmen wir mal, ich glaube, es wäre nicht schlecht, vielleicht oder einen Diener zu nehmen mal. So, was macht er denn besser? Mit Rückstoß. Könnte uns ein bisschen die Leute vom Leib halten. Leider geben Chaos-Elemente nie Aufladung, das finde ich schade. Das heißt, wenn ich jetzt so aktiviere, warte mal, so, und dann so. Hm. Wie ist die Ulti? Gut, pro Hit, ne, nicht 20, 10. Es geht so. Er erledigt zwar die Drecksarbeit, aber er hat nicht die geilen Effekte wie die anderen. Hm. Das könnte uns helfen, ein paar Leute zu killen. Weil dann zum Beispiel, wenn die, wie eben gerade die Mobs da waren, könnte ich in einer Reihe schmeißen, dann werden voll viele sterben, bis auf Dicke. Und die könnte ich dann bursten. Klar, gegen den Boss gegen, das ist useless, weil ich ja keinen DPS habe, mein DPS ist sowieso alles das. Das ganze Kit besteht nur aus dem Angriff mit dem Rechtsklick. Unsere Ulti ist eigentlich nur ein Reset für unsere Cooldown. Oder um uns aus einer heiklen Lage zu befreien, also eigentlich Defense Moves. Je mehr Defensive Moves, desto besser eigentlich. Boah. Es gibt aber leider keine Defensive Moves auf Ulti, das finde ich halt richtig trash.
Ich weiß nicht, ob das extra gemacht wurde oder so, oder einfach nur, weil vergessen. War aber nicht so geil, muss ich sagen. Und ich hätte den Diener kaufen sollen. Ich merke schon. Ah, das geile Wasser haben wir wieder. Okay, was gibt's noch? Nein. Nein. Ja. Ob ich jetzt immer noch 10 krieg oder nicht, oder das, ist ja egal. So, rein da. Zweiter Versuch. Und wieder Blitz-TVs. Nice. Aber diesmal auf 2. Na gut. Ja, moin. Erhöht das den Schaden? Ja, habe ich nicht. Erhöht den Schaden des Primärkaners. All. Ne, warte mal. Primär, nicht taub. Kein Fehler. Nein. Hm, nicht schlecht. Deine Chance nicht zu sterben. Das ist sehr wichtig bei dem Bild. Aber Bewegungsgeschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Da müssen wir nicht so viel dashen. Aber bis jetzt sind da nur 2 Dinge, die ich vielleicht haben will. Der Rest ist meh. Nice one. Ah, moin moin. So, was haben wir hier? Der Jojo. Der Schub. Das Kaskadenblitz. Ah, das ist mit den Schüssen und Schutzschild. Ja. Hm. Nicht so wirklich. Dann gehen wir weiter. Warten, warten, warten. Und? Kann man gut kombinieren. Nice one. Weg mit dir. So, wir haben noch Cooldown. Das ist das Problem an dem Bild. Wir müssen sehr hart auf Cooldown warten. Weil ohne unseren Rechtsklick haben wir keinen Damage. Kaum. Autsch. Scheiße, den kann schweben. Komm an hier. Wunderschön. Ui, da ist er. Seltener Dolch. Verwende Gold, um den Zauberschaden zu erhöhen. Wenn du zu wenig Gold hast, verursachen deine Zauber weniger Damage. Okay. Wenn du Gegner besiegst, wird die Gesundheit regeneriert, aber die Maximum ist reduziert. Vampirzähne. Kollektiverkana habe ich nicht. Für jedes zerstörte normale Relikt. Nee, nee, das machen wir nicht. Regeneriere Gesundheit. Habe ich schon. Oh, sollten wir das jetzt vielleicht mal testen? Einmal im Leben. Ob wir noch weniger Max-Gesundheit kriegen können oder ob das eine feste Zahl ist in beide Richtungen. Weil dann haben wir eigentlich einen Double-Regen, aber der Regen davon ist eigentlich Trash. Ne? Es ist halt immer nur 2 Heal und zwar sehr langsam. Kann uns aber vielleicht die Haut retten, weil wir haben maximal 10 Damage. Das heißt, wenn er immer über 10 healt, dass es strong ist. Gucken wir mal. Oh, es geht in beide Richtungen. Oh, fucking hell, ist das busted. Ganz ehrlich, selbst wenn es nur bis 12 heilen würde, ist das scheißegal. Aber ich glaube, das ist immer so ein Drittel. Oder nur bis 40% oder nur bis 60. Je nachdem. Also ich weiß, wo wir 300 Leben hatten, hat das nur bis 112, glaube ich, geheilt oder so. Ja, oder bis 52, also vielleicht sogar nur ein Drittel. Selbst dann hielt es bis 30, was immer noch gut ist. Definitiv. Und wir können andere verfluchte Items nehmen, die pro verfluchten Item Damage erhöhen als Beispiel. Das war richtig stark. Geil, okay, also egal welche Richtung HP, es ist für uns scheißegal. Nice, der ging durch. Das einzige, was broken ist an den Dingern, ey. So. Ah, wir weichen aus. Der einzige Nachteil mit dem Rückstoß, wie gesagt. So, da haben wir fast die ganze Map schon. Oh, fuck. Let's one. Oh, fuck, das war dumm. Oh, fuck. Oh, der Bastard! Alter, der hat mich auch killt beinahe. Boys. Nice.
Scheiß Schwert. Wieso haben die kein Schwert, ganz ehrlich? Das ist so unfair. Range-Vorteil. Die haben extra so programmiert, dass wenn du Range-Unit bist. Geil, easy. Oh, fuck. Ist easy dagegen, aber wenn du close bist, ist kacke. Weil die genau einen mehr Reichweite haben als du. So, damit haben wir. Ups, falsch reingegangen aus Versehen. 100%. Ich glaube, wir holen uns erstmal den Schub. So, geben wir den geilen Schub her. Zack. Und dann würde ich sagen: nichts mit ranziehen, das brauchen wir nicht. So, das ist wahrscheinlich nur 5 oder 8% Bewegungsgeschwindigkeit. Jetzt nicht so viel, leider. Der Rest ist eigentlich ein bisschen Müll. Außer wir wollen noch mehr Damage machen, falls wir die nicht one-shotten. Revive. Das ist kein garantierter Revive. Egal. Nehmen wir. Erstmal 100%. Wahrscheinlich immer 25% weniger. Oder bei jedem Tod 10%. Wenn ja, dann ist das trotzdem useful. Weg. Also wir sind echt ein Burster gegen große Units. Oh, noch ein Fuck it. Nehmen wir. Erhöht die Ausweichchance, halbiert hier doch die kritische Treffer. Nein. Wir haben mehr Survivability, aber unsere Crits sind jetzt Müll. Also fast kaum welche. Ja gut, dann halt Burst of Normal Damage. Fuck it. Hoffentlich weichen wir genug aus in wichtigen Situationen. So wie zum Beispiel letztes Mal, wo wir nur einen Schnippel beim Bossgegner hatten. Ich hoffe es, ey. Okay, Chroma-Dolch. Ausweichen. Gut, muss man sich halt merken. So. Nice. Was war jetzt eigentlich unnütz, dafür zu aktivieren, ey? So eine Scheiße, jetzt müssen wir warten. Ah, da unten ist was auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Die Gesundheitsanzeige und erhöht allen verursachten Schaden leicht. Aha, das ist egal. Oh, 15% mehr Damage. Krone, wenn wir voll haben. Die Gegner in der Nähe verschlingt, vergiftet, ey. Oh, das ist geil. Okay, drei gute Dinge haben wir hier. 15% Damage allgemein. Das Ding ist, für uns ist das eigentlich sogar eher unwichtig, Damage zu nehmen, weil wir haben eine kleine Zahl. Das heißt, wir haben nicht so eine Ulti. So wie hier zum Beispiel die 100 Damage macht als Beispiel und die wird dann mal 15 multipliziert, sondern wir haben nur 10 Damage und davon kriegen wir vielleicht 1 oder 2 Damage zu spüren, das ist nicht viel. Das einzige, was wir spüren im Nahkampf ist, wenn wir oder weitere Beschwörungen haben, wie zum Beispiel Feuerdrachen bei On-Hit-Effekten oder wenn wir einfach Crit-Multiplier haben. Nur dann sind wir viel stärker. Sonst lohnt sich das gar nicht zu kaufen. Also zum Beispiel hier die Gesundheitsanzeige zu sehen ist nice. Einfach nur um chilliger zu sein, okay, ich muss noch einen Hit treffen, Gott sei Dank. Aber eigentlich unnötig. Die auch unnötig. Das ist nicht schlecht. Vergiften nur umschlingen, weil umschlingen heißt, die können sich nicht bewegen. Also vielleicht kaufe ich das zuerst. Aber wir müssen natürlich auch gucken, was für Spells der eine verkauft, weil die können nicht einfach so kaufen. Boah, da rechts ist noch so ein Müllraum, ey. Alter, der verbindet das. Okay. Der ist wahrscheinlich von da auch noch da. Okay, okay. Okay, tun wir unser Bestes. Boah, hat noch gereicht, Gott sei Dank. Paar Münzen hier holen. Nicht? Der Raum ist richtig Müll. Nice. Barsch. Hier. So. Gut. Oh nee, nicht der Raum. Oh, das ist jetzt eklig. Extra runtergesprungen. Nicht wirklich. Egal, hat gut geklappt, dass er seine Agro kurz droppt.
So, echt widerlich. Ey, diese Viecher sind echt nicht schön. Ah, zu früh. Jump. Und tschüss. Das ist der einzige Vorteil, ey. Die jumpen immer vor dir. Nur dann. Auch keiner. Das kann nicht alles gewesen sein. Oh, okay, doch. Nein. Gut, dann schnell nach oben. Und dann nach oben rechts. Genau, da waren wir noch nicht. Boah, vielleicht sollte ich mir echt den Mod holen, der das FFV ein bisschen größer macht, ey. Ist so gemein, weil man halt beschissener so Skillshots treffen kann. Weil eigentlich müsste man definitiv rauszoomen können, auch für Long-Range-Play. Vielleicht wenn man snipen will, weil es gibt gezielte Angriffe, die gehen richtig long. Und wenn man halt nichts sehen kann, weil man gefühlt nur einen scheiß Block vor dir sieht, ja, dann kannst du ja nicht viel machen, ne? So, hier oben müssen jetzt noch die zwei Händler sein. Yep. Ah, hat ihn nicht getroffen. Dafür brauche ich das nicht mal. Fuck, ja. Mit dem besser. So, und dann. Jawohl, Junge. Finale Schlag setzt eine zerstörerische elektrische Druckwelle frei. Ja, auch das noch. Okay, vielleicht müssen wir dafür treffen. Strahlendes Knockout. Guck mal, solche. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich nicht durchgeguckt habe bei Blitz komplett, aber ich habe das Gefühl, es gibt auch gewisse Spells, die kannst du nur kaufen. Ich habe noch nicht einmal den strahlenden Knockout gesehen, sozusagen, im Skill-Auswahl. Vielleicht habe ich den nicht genommen oder wirklich nicht gesehen, aber mir kommt es immer so vor, als wenn ein paar wirklich nur hier kaufbar sind. Ich weiß nicht, ob die so viel stärker sind und deswegen nur hier sind. Bisschen busted eigentlich. So, easy. Autsch. War nicht so gut. Gut. Ah, alles klar. Nice. Oh, das ist ein Hauptangriff, ne? Die sind eigentlich auch nicht schlecht, denn durchbohren alle Ziele gleichzeitig, dass man kann einfach so. Problem ist, die sind zwar sehr lang, wirklich eine der längsten, ich sag mal so Nahkampfangriffe, aber ach Leute, ich Dulli. Das war nicht das, ich habe einfach mich verguckt. Ich dachte schon, wieso habe ich ein Spell? Mein Fehler, Points verballert. Naja gut. Die stößt manchmal ein bisschen zu weit weg, aber eigentlich haben die auch eine gute DPS-Rate. Gut, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zum Bossraum und dann. Fight! Eine gute Nadel zum Close Combat gehen. Oh. Sehr gut. Ich finde aber ein bisschen, dass die Information von diesen Chaos-Spell ein bisschen misleading ist. Und zwar am Ende, die nicht ausgelöscht werden, allein stattdessen hohen Schaden. Für mich klingt hohen Schaden so, als wenn man sagen würde, boah, wenn der eine Spell alleine, wenn man so eine Kugel schmeißt, 200, 300 schafft, dann macht der wahrscheinlich immer so 300 flat. Der macht, glaube ich, flat 100 oder nur 150. Jetzt nicht so viel. Also im Vergleich zu anderen Fähigkeiten schon, aber es hat eine sehr hohe Cooldown. Also weiß ich nicht, ob das ein guter Trade ist. So. Dann nehmen wir einfach die Aura. Scheiß drauf. Finde ich nicht schlecht, wenn es den vergiftet. Oder Mobs in der Nähe vergiftet.
So. Dann wollen wir mal. Tale of Tippi. Gib ihm. Gott, am Q-Spam, ey. Und danach. Weil die Kamera sich verstellt. Wieder. Auch oh, nicht das. Ich habe überlebt. Ich weiß aber auch weswegen. Yep. Er hat mich zweimal gerettet schon. Alter, das kann nicht sein. Ey, diese Attacke, du, die kommt, du siehst sie, du willst gerade anfangen auszuweichen, weil sie noch nicht mal da ist. Sie ist instant da und du bist ständig gestunt. Boah. Ja, ist in Ordnung. Ey, das kann nicht sein, dass wir jetzt schon unseren Revive komplett verballert haben. Den können wir gleich wieder wegschmeißen. 50% Chance, ey. Ey, das ist so gemein, Junge. Ey, diese Missgeburt-Stunts, ey. Das ist das Einzige, was dich fickt. Nicht, dass du kein Skill hast, dass du dich ständig 100% getroffen hast. Nein, wenn dich ein scheiß Skill trifft und du kannst nichts machen, nicht mal Leertaste, gar nichts, du spamst und du stehst und guckst einfach dazu, dass es viel zu bastet. Das ist so unfair einfach gemacht. Also ich mag sowas nicht, wenn man einfach einen Move overpowered macht, dass er sagt, ja Glückwunsch, dieser eine Move, der wird dich komplett ficken. Egal wie gut du davor warst, eine Sekunde nicht aufgepasst oder weil der Move so broken ist, dass er instant da ist. Viel Spaß damit. Das ist so unfair. Okay, mehr Damage mit dem Hauptarkana. Das ist cool. Aber ich nehme das hier, das ist das Brokenste auf diesem Bild. Ich sag ja eigentlich, müssen wir echt komplett auf verfluchte Items gehen. Die normalen bringen uns kaum was aus, das sind irgendwie Revive-Dinger. Oder kurz DPS überleben, wie gerade eben. Das war so lucky, ey. Ich hab keine Ahnung, was da ist. Ah, okay. Das ist gut. Hier ist falsche Blitzerkana, Luftwiderstand, erhöht den Schaden, erhöht die kritische Stabilität der Gesundheit, das ist egal. Den hier brauchen wir. 100 Coins generieren, okay, 100 Coins. Dann wollen wir mal. Aha, so ist das. Okay. Will mir jemand noch was sagen? Will mir jemand noch was sagen? Cool, du bist eingesperrt, kannst nirgendwo hin. Und jeder Treffer von denen ist, ja, weil es ein Triple-Treffer-Effekt ist, sind es halt 30 Damage. Ich hasse Blitz. Ich hasse und mag Blitz, also als Fähigkeit selber spielen nice, aber gegen die spielen ist halt busted, ganz ehrlich. Jeder davon macht so viele Hits, wenn zum Beispiel einer so trifft, dann sind es halt direkt 50, 60 Damage. Selbst mit dem Nerf hier. Boah, mich regt das so auf, ne. Kack-Element, wirklich Kack-Element, ey. Jedes Mal Blitz, gib mir doch mal was anderes, Junge. Der Typ hier kommt seit Jahren nicht mehr dran gefühlt, ey. Immer Counterballern, ne. Die haben mir eigentlich sehr viel geholfen, aber in wichtigen Situationen, ey, nee. Vielleicht was anderes? Scheiße, scheiße, das ist auch scheiße, das ist auch scheiße. So, okay. Das ist auch Müll. Was können wir noch nehmen? Ein Jump. Vielleicht das hier? Das betäubt steht da. 70 Damage. Wie ist die verbesserte Variante? Weil sonst könnte ich so engagen, weil die werden nicht weggeschleudert. Das heißt, ich jump rein. Und dann kann ich angreifen. 70 Damage auch. Die Ulti ist nicht so geil für Damage, aber der Damage ist uns egal. Aber ich hätte lieber was anderes, um zu surviven. Ich sterbe jedes Mal, weil ich nicht genug Möglichkeiten habe zu fliehen, Damage überleben oder was auch immer. Komm, irgendwas Gutes hier, ey. Irgendwas.
Ups, mein Fehler. Vielleicht solche Dinge? Ist nicht das Beste, aber es hilft. Ach, ich muss in der Nähe bleiben. Eigentlich auch scheiße. Okay, dann vielleicht der hier. Solange ich das mache, bin ich ja theoretisch unverwundbar, oder? Weil dann kann ich mich regenerieren im wichtigen Moment. Oder ich nehme so einen. Das ist auch ein bisschen defensiv. Solange ich so mache, habe ich einen kurzen Schutzschild, der mir nichts antun kann. Fuck it, nehmen wir das jetzt mal. Ein bisschen Wave Glaze ist ja schon. Gut. Oder will ich einen anderen Hauptarkane mal ausprobieren? Der war gerade nicht schlecht. Könnte ich noch einen anderen? Testen wir einfach mal rum. So. Der war gut. Aber der stößt zu weit weg. Ich glaube sogar noch mehr als der, weil der kann rankommen und ich glaube der nicht. Kurzer Test. Nee, nicht gut genug. Haus hatten wir schon, das ist eigentlich gut, aber es dauert zu lange. Der Dolch hier. Der Dolch, der ist halt echt der bürstigste von allen, ey. Das ist auch, das habe ich auch schon gehört, dass es sehr gut sein soll. Oder der Dolche, aber das ist halt echt wirklich Solo-Target-Böllerei. Ist auch schwer, sowas zu spielen. Okay, wenn ich das Ziel so kurz halte, da bleibt er stehen. Erst wenn ich so mache, geht er vor. Okay. Also kann ich theoretisch so machen, oder? Nee, er muss ja wegstoßen. Wie viel ist das? 213. Nee, kann nicht sein. Bei meiner hatte ich sogar mehr. Okay. Aber Wasser gegen Blitz ist ja dumm, ne? Deswegen eigentlich können wir Wasser nicht nehmen, weil wir gegen Blitz Probleme haben. Also müssen wir gegen Blitz was nehmen. Das ist Erde. Vielleicht die Steinbeschüsse hier. Eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Eigentlich. Vielleicht sollten wir noch mehr Erde nehmen. Extra nur wegen Blitz, ey. Hauptsache den Typi so schnell wie möglich bursten, ey. Dann würde ich sagen... Nee. Ist das ein Wave Clear? Ich glaube schon, oder? Kurz nochmal Bedarf warten. Boah, nehmen wir das mal. Falls wir zu viele in der Mitte haben, der geht auch sehr, sehr schnell. Also warum nicht? Ah, nehmen wir den. Klingt sehr gut. So, mal gucken, ob der Hauptangriff gut ist. Sonst müssen wir die Faust spielen. Ich spiele einfach nur Anti-Blitz, ganz ehrlich. Die sind mir so auf die Eier gegangen, ey. Klar, manchmal fresse ich auch vorher. Da war ich dann scheiße, aber dann ist es so. Okay. Gegner weniger Gesundheit. Ganz ehrlich, hat sich nicht so angefühlt, muss ich sagen. Aber fuck it, das nehme ich gerne. Das sagt nicht, dass da mehr Leute sind, sondern nur, dass sie mehr Damage machen, was gegen uns useless ist. Außer halt natürlich 10 Damage. So, dann wollen wir mal. Oh, Blitz am Anfang. Und Erde am Ende. Genau dann, wo ich Erde nehme. Ihr wollt mich ficken, dieses Game ist so anti, Junge. Das ist doch unfair. Das ist schon fast wie damals hier Metal Gear Solid, wo der eine deine scheiß Memory Card gelesen hat wegen Input von Controller. Kann doch nicht angehen. Der Angriff ist nicht schlecht, schön Long Range. Ah, da ist er gestanden. Nice. Funktioniert selber wie beim Großen, also. Okay. Autsch. Fuck, plus Damage. Ja, Long Range ist geil. Nice. So, Kumpel. Wo geht's hier weiter? Hier. Oh, ist das schon Geschosse? Nice. Bis jetzt alles super.
Geilo. Yep, das ist der AOE, den ich brauche. Wunderschön. Und du kommst auch nicht mit deinem Kackspeer ran, du Bastard. So, jetzt, das ist perfekt. Bin ich zufrieden. Ich kann leider nicht hier drüber gehen, obwohl wir genau an der Kante stehen. Echt schade. Wäre ein cooles Feature. Alter, Maschinengewehr, ey. Alles klar, da wären wir. Okay, billig, Steine. Genau, du musst ja das Schwert treffen, bevor die Schwerter erneut kommen. Das ist Müll, habe ich auch schon getestet. Eigentlich müsste ich so eine kleine Notepad aufschreiben, von wegen sagen, das ist Müll oder nur die guten. Weil ich glaube, es gibt weniger gute als schlechte. Das heißt, wenn er nicht auf der Liste steht, bloß nicht kaufen. Dasselbe auch bei verfluchten Items, man muss sich hier richtig vorbereiten, ne? One. Boah, die ersten, die wirklich Blitz sind, ey, jawohl. Finde ich richtig gut. Ah, doch, doch. Unwichtig für uns. So, hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Oh, fuck. So, wo können wir denn weiter lang gehen? Hier unten lang. Da war ein Raum. Hier ist noch ein Raum. Hier werden noch welche spawnen. Schade, nicht unlimited mit Range. Nice one. Guter Burst. Geil. Projektil gegen Projektil. Obwohl ich die... Ich habe immer das Gefühl, ich bescheiß das Spiel irgendwie. Ich nehme, dass die weniger Leben haben, die Gegner. Zwar mehr Damage machen, also bedeutet das für mich, ich kann einfach schneller die Gegner töten. Ich merke kein Stück davon, dass sie weniger haben. Wirklich, vielleicht eine Kugel merke ich, ey. Sehr komisch, wie das Spiel funktioniert. Deine maximale Gesundheit auch noch. Boah, das geht leider nicht. Ich kann nur Rüstung haben. Die Nahkämpfer sind dann geschwächt. Das ist nicht schlecht. Gegner verlangsamen. Gegner schocken. Tja, was machen wir jetzt, ne? Beste des verfluchten Verschlingers. Jawohl. Hier war ja nur... Genau, nur Shit. Okay. Oh. Geil. Wunderschön. So, dann wollen wir mal gucken. Gehen wir auf verfluchte Objekte. Das würde uns Rüstung geben. Die Frage ist, wie viel? Also müssen wir es leider testen. Erhöhe deine Rüstung sowie deine maximale Gesundheit. Wow. Ein verfluchtes Objekt gibt 15 Gesundheit, was wir nicht usen können. Und eine Rüstung. Das heißt, selbst mit 12 Item-Slots, wo dann automatisch schon einer weg ist, plus der noch weg ist, der für das mithilft und der hier weg ist, kann man also 10 Rüstungen mitnehmen. Irgendwie haben die es immer mit ihren 10-15%. Die wenigen haben 20 oder 30. Und die, die scalen, die haben bis zu 30. Und die, die volle Gesundheit brauchen, die haben 20. Der Rest ist vielleicht noch 15, wenn es auf das hier scaled. Und alles, was nicht scaled, hat 10%. Irgendwie eine komische Art zu programmieren. Naja, na gut. Nehme ich die Geister, die würden mir sehr viel helfen. Aber ich habe nicht so viele Slots, ich brauche eigentlich auch Damage. Oder Defense. Pass auf, damit können wir leichter da durchkommen. Das ist on Sale, sonst nehme ich einen feuchten Dreck. Weil er ist nicht so gut, also verlangsamen bringt mir nicht so viel, weil er macht kein Damage gefühlt. Glaube ich jedenfalls. Die anderen klingen viel, viel besser. Das heißt zum Beispiel, wenn du vergiftest, das bleibt ja ein bisschen. Verlangsamen, umschlingen, einfrieren. Schocken, das heißt betäuben auch ganz leicht kurz.
Feuer, verbrennt. Er ist viel mehr Damage als Luft. Luft ist halt einfach Trash, ey, muss man einfach sagen. Wunderschön. Dün, dün, dün. So. Oh, hell no. Das ist so heftig. Ein Spell-Einsatz, ein Schub-Einsatz, was auch wie Spell-Damage ist. Und du hast instant die richtig low für einen Autotech noch. Aber du ballerst die mit Autotechs voll, du musst so lange... Schon wieder. Verpisst euch, was macht ihr mit mir hier? Richtig Müll nur. Bosskill, machen wir jetzt schon. Oh, das war schlecht. Und weg. Nice. Geido. So. Wir haben da noch einen übersehen. Einmal kurz hin. So. Aha. Wunderschön. Leider nicht so viel Splash Damage, das wäre nice. Jeder Treffer, von was geht der Stein kaputt und macht nochmal. Oh shit. Macht nochmal so ein Splash Damage. Nice. Okay, dann TP'n wir wieder. Und dann. Ab unten kann nicht mehr so viel los sein, oder? Ne, wollte gerade sagen. Dann ab nach oben. Ja, ist schon verbunden sogar. Okay. Autsch. Okay. Läuft, läuft. So. Tempo sein. Dann müssen wir halt so machen. Selbst da sind die mit ihrer scheiß Range richtig gut. Ich hasse diesen Nahkämpfer. Wieso haben wir nicht so einen Speerangriff, ey? Autsch, autsch, autsch. Okay, nice. Ich weiß nicht, ob das mit dem Controller besser wäre, das Aiming, dass man entscheiden kann, wie weit man schießt. Aber auf PC musst du halt aimen. Oh, heilige Mutter, was ist denn hier passiert? Das sind alle Diener. Oh mein Gott, okay. Feuerverbrennung, Schock, Einfrieren, Vergiften um Schlingen festhalten und Slow. So, was haben wir hier? Wir haben Blitz erstmal. Erste Arena, wenn wir die nicht schaffen, selber schuld. So, dritte Arena wird schon schwer. Da haben wir Erde. Erde ist... Was ging Erde gut? Feuer ist gegen Luft gut. Luft ist gegen Blitz gut. Dann Wasser, ja. Also wir müssen Einfrieren nehmen, oder was? Das hilft aber beim Bossgegner nicht, aber gegen die Mobster, okay. Dann nehmen wir den. Dürfen wir alles haben? Oh! Mein Gott, ist das passt. Wie krank ist das denn? Junge, das ist der Avatar-Modus. Alter, ich habe alles da. Kraftsteinpaket. Oh my fucking Gott, sieht das heftig aus. Junge, das ist voll die Mundo-Passive aus League of Legends da. Fuck ist hier los, ey. Ah ja, hier. Hier, das kannst du gerne kaufen. Das ist Müll. Bitteschön. Gib mir mal Coins. Danke dir. 69. Okay, das ist geil. Junge, Junge, Junge. Also das muss jetzt aber ordentlich helfen, du. So, Kumpel, was hast du hier? Bezaubern hilft nur da. Selbes Element habe ich nicht. Alle Goldkosten für Relikte sinken. Lässt sich mit Hauptarkana für den Nahkampf gegnerische Geschosse zerstören. Kann ich eigentlich schon, aber gut. Und Scaling, das geht ja aber nur bis 10 Rüstung. Tja. Scaling dauert noch, wir sind noch Level 1, 2.
Das könnte helfen. Wie fahren wir Coins? 300. Was ist das hier für Relikte, ne? Reduzieren. Können wir das dann beides kaufen? Aber geil. So, wir sind fast voll. Am Ende können wir das sogar wegschmeißen, falls wir eh nichts mehr kaufen oder das letzte kaufen, dann wieder einen Platz frei. Dasselbe das auch. Beim letzten Bossgegner können wir das wegschmeißen, also Ende Erde Level. Weil danach kommen nur Double Boss Gegner. Wobei nur einer noch davor. Ja, stimmt. Naja, egal. So. Gib ihm. Fight, fight gegen die Pisser. Oh Mann, ey. Ich mag die immer noch nicht, ganz ehrlich. Überhaupt nicht. Gut, konzentrier dich, Junge. Wenn wir jetzt verkacken, dann leck mich, ey. Da brauche ich Pause, ey. Kackdinger, ey. Da muss man die schon studieren. So, was fangt ihr an? Okay, das ist ja einfach. Angreifen. Angreifen. Ich weiß nicht, wie man das dodgt. Ist mir scheißegal, ich wollte die durchbürsten. Ich bin schon wieder bei 18 Leben, sogar beim ersten Takt, ey. Das kann nicht sein. Also eben gerade zum Beispiel, ich stand ja eigentlich zwischen nichts. Wie zum Teufel hat mich das gerade getroffen, weil ich so sehr auf die geachtet habe, ey. Da muss man gefühlt das Replay angucken. Das ist so bastelt, ey. Ah, der Wave Clear, Boys. Ja, moin. Dankeschön. Jetzt haben wir Double Wave Clear. Long Range Wave Clear und Close Range. Geil, jetzt haben wir Feuer. Feuer, ja. Leider haben wir kein Windtypi. Nee, gut, dass wir kein Windtypi haben. Scheiß auf ihn. Das ist zu viel sonst. Gut, jetzt haben wir nur noch Wasser und Erde. Come on. Das ist echt gut. Okay. Oh, hell. Durch, 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 durch. Das Geräusch, ey, der wird verprügelt. Der Arm hat doch gar nichts gemacht. Na, wie Leben habt ihr noch? Die Aura ist so geil. Aber da müssen wir aufpassen. Ja, genau deswegen. Guck mal, und Stuntes, die kaum. Die konnten sich sofort erholen. Das ist so eine Schiebung, ey. Bossgegner, machen wir. Als wenn, als wenn, als wenn, als wenn, als wenn. Hast dich gebossert. Ich kann leider nicht durch ihn durchdodgen, ey. Dafür brauche ich einen anderen. Soll ich das schon spoilern? Ja, das ist auch kein Spoiler, das ist einfach nur eine weitere Fähigkeit. Es gibt natürlich auch vom Chaos auch einen Schub, also einen Jump ausweichen und der teleportiert dich richtig. Du kannst auch zwischen den Wänden, wenn sie nah aneinander sind, zum Beispiel wenn das ungefähr hier wäre, können wir von hier da einfach rüberspringen. Das benutzt jeder Speedrunner oder richtiger Sucht hier in dem Spiel, weil es das Beste ist. Du weichst ja komplett aus, weil du teleportest und nicht einfach nur durch ihn durchschuben. Deswegen bräuchte man das unbedingt. Du kannst so viel besser dashen, weil er es auch viel schneller einsetzt, weil du hast keine Cooldown. Das ist der beste Schub im Spiel. Wenn ich den hätte, ey, holy moly, wäre das gut. Man könnte vor Gegnern besser fliehen, um sich wieder zu regenerieren und, und. Aber dafür muss man erstmal gut genug sein und nochmal Glück haben, denn man muss das Spiel durchspielen. Wenn man die Chaos-Dinger bekommt. Dreimal habe ich es damals geschafft im Koop. Und jetzt alleine waren wir so knapp davor. Ja, Pech gehabt. Muss man halt ein Stück besser werden. So. Okay. Cooldown ist so hoch von Berserker unfair. Die Aura wurde auch extra klein gemacht, dass es nur hilft, wenn es schon ganz spät ist oder nachkommt.
Kein Pisser, ey. Zack. Gib mir das ganze Gold, Jungs. Gib mir das ganze Gold. So. Weg. Oh, der Salesman. Gib ihm. Entsprechend der Anzahl der Relikte in deinem Inventar. Okay. Schockstatus habe ich nicht mehr. Bankier, erhöht Resistenz gegen erdbasierte Angriffe. Bietet die Chance, alle eigenen Arkane zu verstärken und ihre Ablenkzeit zu verringern. Die Chance, schon wieder die Chance. Wie viel ist denn die Chance? Na gut. Erdbasierte Angriffe, 25% weniger Damage. Gut, von 10 wären das, ja, ein bisschen, ne? Hm. Ist auf dem Sale. So viel Platz habe ich nicht mehr. Okay, muss ich mal gucken. Erstmal noch Geduld. Danach können wir es kaufen. Weil wir müssen nehmen, was wir kriegen. Ich würde ja gerne die Verbesserung finden vom Nahkampfangriff, weil das ist das Wichtigste für uns. Oh, hell no. Oh, dankeschön. Zack, zack. So, die beiden haben wir. Das Wichtigste. Der Schub ist erstmal unwichtiger. Erhöht die Haltbarkeit des Schildes. Ich, naja, verstehe ich jetzt nicht genau, was damit gesagt. Der Ausweichen ist so viel. Wir brauchen... Fuck, wir brauchen Coins. Das wäre sogar wichtiger gewesen als der Berserker. Scheiße. Fuck, das wäre das perfekte Letzte gewesen. Nahkampf, Fernkampf, Wave Clear. Burst und dann Defense ausweichen, solange ich mich regeneriere. Fuck. Da habe ich's verspielt. Da haben wir das verspielt. Fuck, okay, okay, okay. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie den verfluchten Händler, dass wir dann das irgendwie kaufen. Oh, nee, können wir nicht. Okay. Ah, Suchkugeln. Na gut. Kommando mitkommen. So. Okay. Schwede, okay. So, dann können wir zurück. Ich glaube, der Weg ist kürzer. Tja. Oh mein Gott. Die Glücksfee. Scheiß auf diese Relikte. Sogar wenn der eine verstärkt. Gib mir den Sephi. Switch, Switch. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Nice, 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 nice. Es wird immer besser gerade. So, jetzt haben wir schon mal unsere Relikte fertig. Klar können wir vielleicht noch einen besseren Stock bekommen. Für irgendwie noch mehr Defense. Falls wir wissen, wir kämpfen am Ende, wir brauchen das gar nicht, sondern wir brauchen noch mehr Defense. Dann können wir nehmen, sonst sind wir Relikte fertig. Bis auf Upgraden. Und jetzt, Relikte sag ich schon, Zauber. Und jetzt können wir es komplett auf das andere stürzen. Okay. Ja, der Bossgegner. Auf, ne? Autsch. Aua. Boah, Maschinengewehr. Aber ich muss weg. Ach du Scheiße. Ja gut, die machen weniger Schaden. Die machen zwar weniger Schaden, aber der letzte Stein macht mehr. Junge, 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 ist das gewaltig. Ich finde sowieso eigentlich, man merkt, die wollten das nerven. Oder ich weiß auch nicht warum, schon wieder Erde. Man sagt, man verringert den Schaden, aber man gibt ihm mehr Steine. Was wiederum mehr Damage bietet, aber pro Schuss weniger Damage. Also ich finde es komisch, dass man sagt, ein Upgrade gibt dir weniger Damage, aber dafür mehr Kugeln, was mehr DPS bedeutet. Also eigentlich müsste es heißen, einfach mehr Kugeln und die letzte ist groß. Heißt,
mehr Damage allgemein und nicht nerven. Also ich finde es ein bisschen lame, dass man Erde so ein bisschen kaputt macht. Naja. Hätte ich besser gefunden, hätte man es anders gemacht. Weil es ist jetzt schon stark, wenn ich vorstellen, wie viel das wäre mit dem Standardschaden von davor. Aber ist schon nice. Oh, nee. Kannst du unsere Ulti nicht nutzen, ne? Oh, da komme ich nicht hin, Kumpel. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum hier wahrscheinlich geheime Räume vielleicht manchmal sind, wie auf der Karte, die man nicht sieht. Aber ich glaube, es war einfach nur ein Bug letztes Mal. Oh, fuck. Weg mit dir. Ah, so ein Raum schon wieder. Hätten wir Teleport, würden wir jetzt schon längst draußen sein. Da, da hat das Schild gerettet. Sehr gut. Als wenn. Willst du mir sagen, die haben so eine Range, dass sie mich ständig einfrieren können? Ich hasse es, ey. Billige Mobs können mich ständig einfrieren, wie sie wollen, ey. Stirbt ja kaum. Geil. Komm ich da durch? Nein. So, schnell durch hier. Autsch. Sehr. Also bis jetzt, finde ich, sind wir sehr, sehr gut ausgerüstet. Also wirklich verdammt gut. Na, Kumpel, erhöht die Rüstung. Werden sofort wieder aufgestückt, okay. Erhöht die Resistenz gegen blitzbasierte Angriffe. Teleportiert umgehend, okay. Die ist schon als generisches Geschoss, es gewährt Primäraufladung. Ja, Primäraufladung ist für uns eigentlich nicht wirklich so wichtig. Außer wir wollen schneller Berserker wieder spammen, aber wir können eh nur eine Phase spammen. Also für uns ist Cooldown jetzt nicht so wichtig. Außer fürs Ausweichen. Also das wäre nicht schlecht, dass das einfach restockt. Das können wir ja mal mitnehmen. Wenn du mehr um deine Max-Gesundheit geheilt wirst, erhältst du ein Schild mit der Hälfte der überschüssigen Gesundheit. Heißt das nicht, wie wenn wir geheilt werden, wir können es drüber heilen? Oder wir können jetzt endlich mal diese Heil-Orbs benutzen für Schild. Also eigentlich müssen wir den nehmen. Ich warte aber noch kurz. Wir haben noch nicht die Spells gesehen. Der fehlt noch. Da müssen wir nach unten gehen. So. Alter, wir haben kurz eine so eine Berserkerphase. So. Der Arsch, ey. Ist ja echt keine Zeit, ey. Geiles Verschlingen, ey. Gefühlt besser als Vereisen, außer die können trotzdem noch angreifen. Wenn Statuseffekte nicht so schwach wären, würde ich ja sogar mehr nehmen. Oh, okay, okay, okay. Wir könnten beides kaufen, aber dann können wir das eine nicht kaufen. Okay, pass auf. Wir haben noch nicht alles erkundet. Den Bossgegner haben wir schon geschafft. Hier unten fehlt noch was. Glückwunsch. Hier haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Da unten ist wahrscheinlich auch nur der kleine Weg noch unerkundet. Ganz genau. Nur ein Coin gefunden in den ganzen Scheiß, okay. Tja, nachdenken. Was wollen wir? Also, erhöht die Haltbarkeit, also vielleicht mehr blocken. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und sorgt dafür, dass du über Gruben rennen kannst. Ihr müsst auch noch bedenken, wir können sogar offensiv-defensiv sein, wenn wir das aktivieren und damit gleichzeitig angreifen. Nicht nur aus dem Stand, sondern so, mit Bewegung. Dann sind wir in der Bewegung, das heißt, wir können nicht getroffen werden, solange wir angreifen, was richtig bastard ist. Also das ist ein garantierter Kauf. Die Frage ist, was ist mit dem Relikt, dem einen da? Oh, ich will die Nudelbox unbedingt ausprobieren. Baguette nehmen wir. Überschüssige Heilung. Okay, das ist geil. Das ist gut für uns.
Und jetzt kaufen wir noch den C4. Da müsstest du leider warten. Das geht jetzt nicht. Das andere war wichtiger. Schon mal 50 Damage blocken. Super gut. Und jetzt kommt noch das hier dazu. Okay. Zack, Junge. Schöner Schild. Gefällt mir. Ich finde nur schade, dass man nicht ein Schild voll machen kann damit, weil dann wäre die Nudelbox auch ein geiles Starter-Item dafür. Okay, Geduld. Und rein. So, jetzt hat die eine Attacke mehr, jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Au. Schon wieder eine Attacke, die einfällt. Ey, das ist so gemein. Wenn du rennst, bist du schneller, aber ich bin falsch rumgerannt. Deswegen waren die schneller da, als wenn ich andersrum gerannt wäre und ich hätte mehr Range holen sollen. Aber dann dashst du einmal, du dashst dafür zwei aus und dann, weil er stehen bleibt, kannst du dich nicht wieder fortbewegen. Ey, das ist so gemein. Was ist das für ein Kack-Dash, ey? Bei diesem Teleport-Dash, du kannst ständig zack, 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 zack. Hier ist nur zack, zack. Ey, das ist so... Ich könnte kotzen. Ich habe gerade alles verkackt schon wieder. Ah, Alter, ich bin gerade pissig. Da muss ich vielleicht mehr üben, ey. Nicht nur ein Part und dann Pause. Dann muss ich vielleicht mehr üben, ey. Offline mal gucken. Ah, ey, schon wieder so gut gehabt alles und dann verkackt, ey. Ich habe nicht mal den Sifi genutzt, merke ich gerade. Oh mein Gott. Da bekommst du ihn und du hast dich daran gewöhnt, nur zu berserken. Also komplett hirnlos einfach drauf. Und dann benutzt du nicht deinen Ausweicher. Hätte ich den jetzt benutzt, komplett daneben alles, ich greife sie wieder an, ich gewinne. Mein Gott, alter Matschbirne, ey. Na gut. Man schenkt schon einem Gold, ey, und er benutzt es nicht. Oh Mann. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Part.